Leute, auf geht's in den zweiten Teil der Bonusziele, und zwar in die erste Aufgabe. Ihr seht es hier, Teil 2, Phase 1 von 1, nee, 1 von 4, sorry, etabliere eine Geräteverbindung, so geht es wieder los. Und ich bin hier schon wieder im Anflug an diesem Realitätsbaum vorbei. Also ganz crazy Aufgabe hier, mal wieder, ja. Ich nehme den immer so ein bisschen weiter entfernt, ihr wisst es, der eine oder andere, der es schon mal geschaut hat. Ich hoffe, dass da immer nicht so viele abspringen. Ja? Gerade wenn die Aufgaben neu sind, ist da ja immer richtig Action. Also ich sammle das mal ein, dann schnappe ich mir da die Kiste und dann lesen wir mal ganz kurz, was wir hier auch machen sollen. Zack, 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 zack. Scanne den Realitätsbaum. Dann let's go. Ich habe mich aufgeladen. Also, scanne den Realitätsbaum, das habe ich gerade gelesen. Hier unten gibt es das ein oder andere Geysir. Da kommt auch schon wieder ein Auto angefahren. Also lasst uns hier bloß abhauen. Kommt der hinter mir hergefahren? Ich hoffe es nicht. Ich gehe mal auf dieses Geysir. Kommt der? Nee, der kommt nicht. Okay, super. Aufs Geysir und dann let's go zu diesem Realitätsbaum. Los, mach jetzt. So, seht ihr, das war doch gut. Da hinten sollen wir hin. Mal schauen, was wir da machen sollen. Ihn scannen. Wie soll das jetzt wieder? Müssen wir hier irgendwas wieder interagieren? Ach, hier sehe ich doch schon was. Hier sehe ich doch schon was. Leute, schaut mal hier. Das Ding ist es doch, oder? Zack. Habe ich gescannt. Nice. Wie geht's weiter? Scanne die Wurzel zwischen dem Realitätsbaum und der... Was steht da jetzt? Realitätsranke. Ja, okay, alles klar. Auch crazy wieder. 500 Meter, ein Auto wäre eine Nummer. Oh, da hinten läuft einer. Ah, hier nehmen wir den Battlebus. Da läuft zwar einer, aber vielleicht, ich würde auch das Taxi nehmen, einen auf unauffällig. Shit, 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 shit. Ich will dem gar nichts tun, ehrlich gesagt. Yes, okay, das habe ich nochmal gerade so geschafft. Let's go. Hat der Boost? Yes, der hat Boost. Da boosten wir jetzt mal hin. Mal gucken, wie es dann um den Sprit bestellt ist. Aber das interessiert mich nicht. Ich will jetzt hier erstmal nur weg. Jetzt geht aber... Oh, ramme hier noch den Baum. So, 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 so. Let's go. Jetzt sind wir doch hier angekommen. Nee, noch ein Stück geradeaus. Hier soll auch was gescannt werden. Hier seht ihr das schon, ne? Oh, das habe ich doch... Da fährt der Bus aber ohne mich weiter. So, jetzt habe ich das aber ganz gut gescannt, ganz gut getroffen hier. Fast eine Punktlandung. Scannen habe ich auch gemacht. Und was sollen wir jetzt machen? Jetzt soll ich schon wieder was scannen. Oh, ist ja komplett wild. Ich nehme aber jetzt mal ein anderes Auto und kachel da jetzt hoch. Sie nannten ihn den Scanner. Okay, let's go. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, weil auf der Map verteilen sich überall diese Wurzeln. Das ganze Zeug oder Ranken, wie sie es hier nennen, wird halt immer irgendwie größer. Oh, schaut euch mal Longjam an. Sieht ja richtig edel aus. Nice. Ich war noch gar nicht hier. Genial. Einfach nur genial. So. Komm jetzt. Gib Gas hier. Oh, oh Gott, Alter. Oh, ich könnte schon wieder ausrasten. Es kotzt mich so an, Alter. Herrgott nochmal. So. Okay, komm. Jetzt will ich auch nichts mehr von diesem Auto hier hören. Und jetzt sollten wir hier nochmal was scannen. Und let's go. Alles ist gut, meint er. Okay, perfekt. Damit haben wir es abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Auf geht's gleich zum nächsten Video. Bis gleich. Ciao, ciao. Leute, etabliere eine Geräteverbindung. Teil 2 von 2. Ich bin im Anflug. Hier geht es ja Schlag auf Fall. Wir sausen hier über Sleepy Sounds Richtung dem Longjam. Longjam Lotus heißt das ja jetzt, glaube ich, genau. Ganz wild, ey. Da muss ich mir in ganzen Ruhe nochmal angucken, morgen oder nachher, wenn ich es schaffe. Ganz verrückt, hier hat sich ja einiges geändert, ey. Und by the way, wir fluchen zwar manchmal über Fortnite, ja, ich auch. Aber by the way, die bringen das einfach als Update rein. All das, was hier heute passiert, einfach nur ein Update, gratis. Brutal, zeigt mir ein Spiel, wo das auch so ist. Vielleicht kenne ich es aber auch einfach noch nicht. So, jetzt sind wir hier angekommen. Longjam steht hier auch noch dran. Nice, nice, nice. Ich sammle das Ding jetzt ein und jetzt gucken wir mal. Na los, was wir jetzt machen müssen. Ernte die Früchte von Realitätssetzlingen. Ja gut, da habe ich natürlich... da wissen wir natürlich alle, was das ist. Jetzt können wir natürlich so ein bisschen durch die Gegend düsen. In der Hoffnung, wir finden irgendeinen. Oder wir fahren einfach mal in die Richtung
von meinem, wobei ich verrückterweise jetzt den gar nicht gesehen habe auf der Map. Hatte sich da jetzt nochmal was geändert? Aber wisst ihr was? Wenn ich schon mal hier bin, ich glaube, damit geht das nochmal cooler. Hier geht ja immer auch eine Party ab, Alter. Also ich bin jetzt hier nicht der krasseste Typ, was dieses Ding hier angeht, aber ich dachte mir, hier hört ihr schon wieder, hier ist was los. Aber ich dachte mir, wenn ich hier so ein bisschen über die Insel sause, finde ich das eher, als wenn ich da irgendwie auf der Straße nur rumcruise. Warum piept das jetzt? Zack, zack, zack. Los, Kollege, mach. Oh, jetzt habe ich nichts mehr gefunden zum Dranhangeln. Aber jetzt sind wir ja auch schon auf der anderen Seite. Wir sind hier schon bei der Bahn. Ich soll ja nicht viel machen. Oh nein, da landet jemand. Ich sehe es doch schon wieder. Ich will doch nichts mit ihm zu tun haben. Komm. Hier hinten sind ja in der Regel immer relativ viele. Ah nein, da ist auch wieder einer. Ich will doch nichts von euch wissen. Haben wir hier noch was? Oh no, hier ist noch einer. Wild, wild, wild. Zack, zack, zack. So, hier ist so ein Baum. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Aber hier ist gerade nichts dran. Okay, das hilft uns nicht. Ich suche mal weiter. So, da kommt der Typ wieder angefahren. Ich will mal abzischen. Finden wir hier irgendwas? Ah, das ist doch wieder mal zum Mäusemelken. Immer wenn du so ein Ding suchst. Ey, wenn ich es nicht suche, ich sag's euch, wie es ist, finde ich tausend davon. Überall stehen die. Überall kannst du da was abfarmen. Aber jetzt, wenn ich mal einen so einen Baum brauche mit diesen blöden Setzlingen, suchst du dir einen Wolf. Da vorne ist ein Baum. Hat er da was dran? Nee, kann ich nichts abfahren. Aber da unten, oder? Schaut mal, sah das? Ich versuch das mal. Jawollo! Ja. Das habe ich verstanden. Etabliere eine Geräteverbindung. Achso, das war's schon. Leute, jetzt geht es weiter in den nächsten Teil. Ganz wild. Okay, alles klar. Bis gleich. Wir machen gleich weiter. Ciao, ciao. Etabliere eine Geräteverbindung. Ich habe mir gerade mal mein Auto geschnappt. Das Ganze ist hier irgendwo bei Tilted. Boom. Jetzt bin ich auch ganz gut gelandet, würde ich sagen. Hier vorne ist es. Das ziehe ich mir mal ganz kurz rein und achte mal jetzt ganz kurz drauf, was muss ich denn als nächstes wohl machen. Erhalte eine Bushranger-Saat bei einem mysteriösen... Boah, das ging jetzt aber super schnell. Ich soll auf jeden Fall hier hin. Erhalte eine Bushranger-Saat bei einer mysteriösen Blüte. Es gibt eine mysteriöse Blüte. Hältst du nicht aus? Du hältst es ja nicht aus. So, das machen wir auch sofort. Fahren wir gleich hin. Da fahren wir gleich hin, weil wir sind ja, ich glaube, das war irgendwie im Norden von Loot Lake, wenn mich nicht alles getäuscht hat, hier ganz kurz in der Overview. Wir sind ja gar nicht mal so weit davon entfernt. Düsen wir hier mal mit dem Auto rüber. Es ist doch viel zu wild, was hier heute los ist. Ist doch einfach irre. Let's go. So. Da hinten. Ups, 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 ups. Da sehe ich doch was. Ich bin noch nicht weit weg. Eine mysteriöse Blüte, so sieht das aus. Guck mal hier, das ist jetzt ja auch so blau. Da gehen wir jetzt mal ran. Bushranger-Saat. Bringe Bushranger zum Realitätsbaum. Alter Falter, ey. Als hätte ich hier nichts anderes zu tun. Und ich habe ja auch nichts anderes zu tun, ehrlich gesagt. So, das machen wir gleich. Komm. Ich schnapp mir hier oben nochmal das Fahrzeug, weil ich glaube, damit wäre ich ein Stück schneller. Weil wenn ich ab und zu dann nichts zu greifen kriege oder so, musst du wieder rennen. Ich mache die Musik aus, das nervt sonst. 600 Meter, let's go. Sprit habe ich gar nicht geguckt. Doch, Sprit ist cool. Damit werden wir kein Problem haben. Ah, nein, ah, diese Baustelle, ey. Legst du dich gehackt, das nervt doch hier. Jawohl, doch, das hat gut geklappt. Ich dachte schon, ich verfange mich da. Das hat doch gut geklappt. So, Realitätsbaum, da sind wir doch schon im Anflug. Ich sehe ihn doch schon. Ja, da ist wieder ein ganz krasser. Der schießt auf mich. Warum ist denn dieser Bär auch so langsam? Sind die Dinger nicht sonst immer ein Stück schneller? Komm schon. Komm schon, die letzten 300 Meter. Enttäusch mich hier nicht jetzt. 250.
Bringe Bushranger zum Realitätsbaum. Also er ist da, wir beleben ihn wieder. Wisst ihr noch, der Typ ist doch gestorben vor 2 Seasons oder habe ich das jetzt falsch auf dem Schirm? Das war doch so, dass der irgendwie tot war, der NPC, der Arme, ey. So. Und der Realitätsbaum belebt ihn nämlich wieder. Jetzt guckt mal. Jetzt pflanze ich den hier wahrscheinlich ein. Oh, habe ich auch gemacht. Oh, hat er mich aber auch noch erwischt. Aber macht ja nichts. Ich habe ihn eingepflanzt. Das Ganze hat funktioniert. Sehr, sehr geile Nummer. Ich glaube, wir beleben ihn wieder. Also auf geht's. Auf was warten wir noch? Es muss doch gleich weitergehen. Bis gleich zum nächsten Video. Leute, auf geht's. Etabliere eine Geräteverbindung. Und das scheint jetzt hier der letzte Teil der Teil 2 Aufgaben zu sein. Mal gucken. Zweiphasig, so sieht es zumindest aus. Ich will gleich mal die Geräteverbindung etablieren. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich sehe natürlich hier, wie wild die Leute abspringen, aber ja, zu allergrößter Not starte ich einfach die Runde nochmal neu. Aber wir sind jetzt hier gleich schon angekommen. Das holen wir uns hier schon mal ab. Dann können wir schon mal sehen, was hier los ist. So, zack, drauf gelandet. Genau, drauf gelandet und jetzt hau ich auch gleich mal ab und gucke, interagiere mit den Nullpunkt-Scan-Geräten. Oh, 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 da brauche ich ja gar nicht so weit weglaufen. Ich würde sagen, ich nehme hier das hier, markiere mir das grob und laufe dann da jetzt mal hin. Ich schnappe mir hier nochmal ganz kurz eine Kiste, um so ein bisschen was dabei zu haben, damit mich ganz hilflos ist, wenn einer kommt. Und dann bin ich ja mal gespannt, dann... Wie sieht es dann aus? Also wie geht es dann weiter? Haben wir Bushranger dann irgendwie am Start bald wieder, der ja letztes Mal gestorben ist vor... War das die Primal Season? Diese Ur... Nicht Urwald, sondern wie heißt das denn so? Ursprungs-Season irgendwie? Urzeit, glaube ich, ne? Urzeit-Season. Wo war das doch, oder? Naja, okay, alles klar. Interagiere mit dem Nullpunkt-Scan-Gerät. 0 von 3. Oh, okay, alles klar. Ich glaube, ich muss mit mehreren interagieren. So schaut es aus. Ich hämmer mal ganz kurz hier auf den Pilz. Zack. Das müsste klappen. Dann rutschen wir den Rest. Und jetzt sind wir hier schon am Start. Hier schwimmt irgendwas. So sieht das dann aus. Okay, zack. Habe ich gemacht. Tatsache. Wir müssen also mit allen drei. Das Wasser fließt in diese Richtung hier. Nicht. Auch geil. Aber ich glaube, ich nehme einfach den, weil der liegt eh in der Zone. Den sehen wir ja schon fast. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner mir in die Quere. Oh doch, da kommt jemand. Ich höre es. Los, let's go. Oh, da ist auch noch ein Hai drin, ey. Du ahnst es nicht. Aber vielleicht ist der Hai auch ein Stück weit Schutz. Und kein anderer traut sich hier ran. So, jetzt nehmen wir den hier noch. Das sieht ja auch verrückt aus. Und jetzt geht es gleich weiter, da zum nächsten Point. Wer dann? So, zack. Hier im Wasser. Sieht alles wild aus, oder? Hier mit diesen lilanen Schlieren auf dem Wasser und so. Alles verrückt. So, sammeln wir ein. Daten gesammelt. Oh, 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 ja, das ist der Hai. Jetzt habe ich mich mal erschrocken, Alter. Teil 2 geschafft. Und die nächsten sind erst in 2 Stunden 14 am Start. Okay, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, das haben wir geschafft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gucken wir mal in der Zeit, was es noch so gibt. Also, bis später erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao.